Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Wirtschaft TV. Bei mir ist heute Tobias Jäger, er ist Investment Manager in der Filmindustrie. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, die Oscar-Nacht liegt vor uns, eine ganz besondere Filmnacht jedes Jahr. Wie lief es denn für die Filmbranche 2014? Kann man sagen, die Leute gehen weiterhin gerne ins Kino oder kommen da Netflix und Co. ins Spiel und die Leute schauen lieber zu Hause auf dem Sofa? Ja, also 2014 war sicherlich ein sehr gutes Jahr für die Filmindustrie. Auch weltweit, es sind noch nicht alle Zahlen raus, aber von dem, was man bis jetzt so beobachten kann, sah das sehr stabil aus, mit sogar kleinem Wachstum. Das heißt, der Trend hat sich fortgesetzt. Und es ist auf jeden Fall so, dass die Leute noch weiter gerne ins Kino gehen und nicht nur zu Hause auf Netflix schauen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, Anbieter wie Netflix oder Amazon Prime Instant Video, die haben viel Geld zur Verfügung und können auch gute Qualität abliefern. Ja, das ist richtig. Also dahinter stehen natürlich sehr solvente Firmen. Amazon und Netflix an sich haben allerdings jetzt die Hürde zu nehmen, dass sie eigene Inhalte weiter produzieren in der Qualität. Sind natürlich Netflix ist sehr viel gelobt worden für House of Cards. Das ist so das Lieblingsbeispiel. Aber wenn man dann fragt, was gibt's denn noch, ist die Liste relativ kurz. Daran arbeiten sie natürlich jetzt, das zu erweitern. Und Kino, wie gesagt, ist immer noch sehr wichtig und da versuchen sie natürlich auch einen Fuß in die Tür zu bekommen und eigene Filme herzustellen, in zum Beispiel Kooperation mit IMAX, wo die Filme dann im Kino und wahrscheinlich gleichzeitig auf Netflix rauskommen. Wie wichtig ist dann so eine Oscar-Nacht? Hat die Strahlwirkung? Ja, also die Oscars wurden ja ins Leben gerufen, um Stars weiter zu promoten und überhaupt zu erzeugen, die Leute zu begeistern. Das, glaube ich, hat ganz gut funktioniert. Und die Oscars sind ungebrochen in ihrer Wichtigkeit. In der Filmindustrie ist natürlich die Aufmerksamkeit eine der besten Währungen. Und da ist es dann auch eine große Ehre, den Preis zu bekommen, aber auch sehr hilfreich für die Stars, den nächsten Film zu bekommen, aber auch für die Filme dann vernünftig zu verkauft zu werden. Nun gab es viel Kritik dieses Jahr, weil unter den Künstlern sehr viele weiße Künstler sind. Ist die Kritik berechtigt? Ja, ich glaube, in den Vereinigten Staaten ist man für die Thematik gerade sehr sensibilisiert, auch nach Ferguson. Und in der Tat ist es so, dass die 20 Schauspielplätze, die also dort gewinnen können, ausschließlich weiße Künstler sind. Was da auch vergessen wird zu erwähnen, ist, dass das bis jetzt nur zweimal vorgekommen ist. Das letzte Mal 1998. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die also diese Nominierung macht und auch deren Mitglieder darüber abstimmen, 6.000 sind es knapp, ist zu 94% weiß und im Durchschnitt knapp 62 Jahre. Das muss natürlich erstmal nichts heißen, aber wirkt natürlich erstmal lustig auf einen Außenstehenden. Sollen wir noch wissen, was ist Ihr Geheimtipp? Ja, das ist immer sehr schwierig zu sagen. Vorab ist es ganz häufig so, dass die Filme, die also im Vorhinein sehr gelobt werden und auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dass die nachher dann doch nicht so erfolgreich sind, wie man es gedacht hat. Ich glaube, von daher ein Film, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, American Sniper mit Bradley Cooper. Clint Eastwood war der Regisseur. Da stehen die Amerikaner natürlich drauf, auch in der Academy. Und von daher könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass der Film auch in der Oscar-Nacht sehr erfolgreich wird. Allerdings gibt es auch Filme wie Birdman mit Michael Keaton, der auch nominiert ist in der Hauptrolle. Das könnte auch was werden. Und Reese Witherspoon, die auch Regisseurin war für ihren Film Wild, hat, glaube ich, keine schlechten Chancen. Also wir werden uns die Oscar-Nacht um die Ohren schlagen. Vielen Dank an Tobias Jäger. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Wirtschaft TV.